Dann kommen wir zur Europäischen Union. Meine Damen und Herren, da gibt es jetzt die letzten Tage Meldungen. Da mag man einfach gar nicht mehr hinschauen, aber wir werden es tun müssen, weil es betrifft unseren direkten Alltag. Genmais 1507 wird jetzt wohl freigegeben. Die Bundesrepublik enthält sich entsprechend bei der Abstimmung. Deshalb gibt es keine klare Pro- oder Kontra-Abstimmung in der Europäischen Union. Und deshalb wird, so wie alles danach aussieht, in den nächsten Tagen der Genmais 1507 freigegeben. Und das, obwohl 88% der Bevölkerung in Deutschland dagegen sind. Und da sagt die Bundesregierung, wir sind uns nicht einig, wir wissen nicht, was wir wollen, deshalb enthalten wir uns, wohl wissend, dass sie damit mit dieser Enthaltung den Genmais freigeben und sich gegen 88% der eigenen Bevölkerung stellen. Meine Damen und Herren, nach solchen Geschichten, da weiß man, warum es keine Volksabstimmungen gibt, weil es wird nicht mehr entschieden im Interesse, im Sinne, in der Meinung der Bevölkerung, sondern der Industrie. Das ist das Einzige, was hier noch zählt, solange man es noch verstecken kann. Kommen wir zum nächsten Punkt. Snowden, auch hier EU-Kommission, hat sich jetzt entschieden, Snowden kein Asyl zu gewähren, keine Straffreiheit, keinen sicheren Hafen in Europa zu gewähren. Der Mann, der für uns so viel getan hat, der für uns all das aufgedeckt hat, die Sauereien, die immer nur als Verschwörungstheorien galten, der uns das vor Augen führte, wie wir hier ausspioniert werden, wie hier unsere Rechte verletzt werden, wie Amerika wirklich mit Europa und anderen umgeht, dem wir eigentlich ein Denkmal setzen müssten, und wir haben nicht mal, entschuldigen den Ausdruck, nicht mal die Eier in der Hose, um diesem Mann den Schutz zu gewähren, der ihm zusteht. Es ist einfach nur erbärmlich, weil man den Amerikanern sie nicht verärgern möchte, aber dass die uns verärgern, ist vollkommen egal. Die christlichen Parteien sind es, die es hier im Wesentlichen gegen diesen Vorschlag gestimmt haben, Snowden Asyl zu gewähren beziehungsweise ihm hier sicheren Hafen anzubieten. Die sogenannten christlichen Parteien waren es, die gesagt haben, der soll doch bleiben, wo er ist, der soll doch sehen, wo er verreckt. Hauptsache, wir haben nichts zu tun, Hauptsache, wir verärgern den großen Bruder nicht. Die Grünen, Liberalen und die Linken waren es, die dafür stimmen. Die Sozialisten sind das, was sie meistens sind, uneins. Und am Ende muss Snowden eben das Ding selbst ausbaden. Er hat uns einen großen Gefallen getan und dafür treten wir ihm noch mit Anlauf in den Hintern. Das ist Europäische Union nicht im Sinne der Bürger einmal mehr. Obama spricht derweil mit Hollande und haut ihm rechts und links eine auf die Backe, zumindest im übertragenen Sinne. Er sagt ganz klar, vergessen Sie es, kein No-Spy-Abkommen, wir werden euch, oder sagt es umgesetzt, wir werden euch weiter ausspionieren, wir werden weiterhin alles möglich machen, um euch auszuhorchen, abzuhören, eure Daten abzuschöpfen, findet euch damit ab, nehmt's einfach hin. Und was sagt Hollande dazu? Wir haben die Dinge klargestellt, das gegenseitige Vertrauen ist wiederhergestellt worden. Natürlich, das Vertrauen der Amerikaner in die Europäer war ja auch massiv erschüttert. Das musste auch auf gegenseitiger Basis wiederherstellen. Und dadurch, dass die Amerikaner jetzt sagen, wir machen genauso weiter wie bisher, wir spielen nicht weiter aus, ihr könnt uns mal, davor sagen wir, Mensch, das ist aber ein tolles Vertrauen, wir können darauf vertrauen, dass uns die Amerikaner in den Hintern treten. Das ist eine tolle Geschichte. Dazu wird jetzt gerade noch das transatlantische Freihandelsabkommen verhandelt. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit dem Ding auseinandersetzen, auch da sträubt es einem die Nackenhaare. Was passiert hier? Hier wird in geheimen Verhandlungen wird dieses Freihandelsabkommen besprochen, verhandelt. Es geht am Ende darum, dass die Unternehmen beiderseits des Atlantiks im jeweils anderen Land ihre Produkte verkaufen dürfen, aber das ohne Hemmnisse. Ohne Hemmnisse heißt, der Verbraucherschutz auf beiden Seiten wird auf das Minimum reduziert, nämlich damit der andere hier nicht schlechter gestellt wird als zu Hause. Das kann nur gehen, indem der Verbraucherschutz auf beiden Seiten auf das Minimum des jeweils anderen reduziert wird. Also ein ausschließliches Gesetz zugunsten der Industrie, zu Lasten der Bevölkerung auf beiden Seiten des Atlantiks. Aber wen kümmert das denn schon? Wie reagieren die hinter die kahle Fichte geführten? Massenaufschrei? Leserbriefschwämme, nichts da. Es herrscht hier zwar gerade ein kollektives Desinteresse an allem. Die Menschen lassen sich als butterdoofe Volltrottel beschimpfen und reagieren nicht einmal. Es war einmal ein seltsames Volk, das nannte man die Deutschen. Urgemütliche, dicke Schnarchbären, denen im Grunde alles Wumpe war, solange nur Fußball in der Glotze lief. Die sind doch hier alle irre. Die müssen mal ordentlich wegsediert werden. Also nur um das gleich zu mir mal klarzustellen. Nur weil ich die Jacke anhab, heißt es noch lange nicht, dass ich verrückt bin. Ich trage die als Selbstschutz. Reine Präventivmaßnahme. Um mich selbst zu schützen. Vor Ihnen. Ja klar,
Was glauben Sie denn, wer hier der Irre ist? Wer ist denn hier verrückt? Wer hat denn diese Regierung gewählt? Die Angela, der Horst und der Harry Potter von der FDP haben doch sich und ihre Karnevalsvereine nicht selbst gewählt. Das waren doch Sie. Ja, da klatschen Sie. Da klatschen Sie. Sie sind irre. Und paranoid. Ja, natürlich. Was ist los in diesem Land? 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 Ich sag jetzt mal was, was nicht gut ankommen dürfte. Aber ich glaube, es ist auch ein Dummheitsproblem. Ja, das ist einfach so. Und und ich sage das einfach mal, mich frustriert das einfach. Ja, wenn ich mir das anschaue, ja, dass also praktisch eine Politikerin an der Spitze steht, die wirklich und dass die nicht abgestraft wird, dann kann ich nur sagen, ja, was zum Teufel soll man eigentlich machen? Was folgt eigentlich daraus, dass man mit dem Bürger anscheinend im weiten Maße machen kann, was man will? All das ging den Deutschen meilenweit an ihren breit gesessenen Quadratärschen vorbei. Welche Aktionsform müssen wir eigentlich wählen, dass sich da mal was tut? Ja? Und es geht noch eins weiter. In diesem Freihandelsabkommen soll verhandelt werden, dass die Unternehmen das Recht haben, die europäischen Staaten zu verklagen, wenn diese künftig Gesetze erlassen, die ihnen wirtschaftlichen Schaden zufügen. Also ganz egal, was eine Bundesregierung oder ein anderer Staat demnächst für Gesetze im Sinne des Verbraucherschutzes erlassen würde, könnte jedes Unternehmen den Staat verklagen, weil ihm dadurch Gewinn entgeht, auf den er fest gerechnet hat. Und der Staat, der Steuerzahler, müsste ihm diesen Gewinn dann ersetzen. Und diese Verhandlungen, die sollen auch vor nicht öffentlichen Gerichten stattfinden, damit der Bürger auch gar nicht erfährt, wie hier beschissen wird. Meine Damen und Herren, wenn Europa scheitert, dann nicht an unwilligen Bürgern, die nicht mit anderen zusammenleben wollen, die nicht mit Franzosen und Spaniern friedlich und kooperativ zusammen eine gemeinsame Zukunft gründen wollen, sondern an arroganten Politikern, die einen Scheiß auf die Wünsche ihrer Bürger geben, die sich ausschließlich als Lakaien der Großindustrie aufführen und das noch gerne zur Großindustrie jenseits des Atlantiks.